Hallo ihr Lieben und willkommen zum Video 36. Heute geht es wieder um die Uhr, das hast du ja schon in der ersten Jahrgangsstufe kennengelernt, die Uhr. Und auch am Anfang der zweiten haben wir das nochmal wiederholt in HSU. Heute geht es um die vollen Stunden. Dazu brauchst du deine eigene Uhr vom Einstern. Du hast ja schon die Musterklammer von der Frau Kempf bekommen am Freitag. Und du sollst auf jeden Fall jetzt, wenn du keine Uhr hast, dir eine neue basteln. Mit dieser Vorlage, die du mal per Post von mir bekommen hast. Da ist auch, sind auch die zwei Zeiger rot und blau. Und die ist einfach ganz leicht zu machen. Du stichst ein Loch durch in der Mitte. Und dann kommt zuerst der kleine Zeiger und dann legst du den großen Zeiger drauf. Und dann kommt nochmal die Musterklammer so rein. So. Die brauchst du nämlich für die Hausaufgabe. Jetzt nochmal kurz zur Wiederholung. Der große Zeiger, weißt du noch, wie der heißt? Genau, das ist der Minutenzeiger. Und der kleine zeigt uns was an? Genau, die Stunden. Hier wäre es also 3 Uhr oder 15 Uhr. Du weißt also von 12 Uhr nachts, also von 24 Uhr bis 12 Uhr mittags, sagt man 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr. Die Schule hat immer um 8 Uhr angefangen. Also für den Vormittag nimmt man die Zahlen von 1 bis 12 und dann hat man nochmal von Mittag bis Mitternacht, also dann am Nachmittag und Abend und in der Nacht nochmal 12 Stunden und dann nimmt man dann die kleinen Zahlen hier 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr. Es ist also so, dass der kleine Zeiger zwei verschiedene Uhrzeiten angeben kann. Erstmal die Stunde am Vormittag und aber auch die Stunde am Nachmittag und in der Nacht und abends. Da siehst du auch schon bei den kleinen Zahlen, wie viele Stunden der Tag hat, und zwar 24. Es ist nur jetzt zugedeckt. Also nochmal zur Wiederholung. Das ist die Uhr. Das große ist der Minutenzeiger, das kleine der Stundenzeiger. Hier gibt es sogar noch einen Sekundenzeiger. Den haben wir aber nicht in unserer gebastelten Uhr. Der Stundenzeiger zeigt die Stunden an und der Minutenzeiger zeigt die Minuten an. Die Minuten kannst du auch hier so ablesen an diesen schwarzen Strichen. Das Weiße, das nennt man Ziffernblatt. Da siehst du nämlich die Ziffern drauf. Du schreibst also heute, 14.07., Hausaufgabe AHA, Seite 18, Aufgabe 1. Und dann sollst du bei der Aufgabe 1 die beiden Uhrzeiten ablesen und sie aufschreiben. Das heißt, einmal diese Uhrzeit am Vormittag oder in der Nacht, also 2 Uhr, aber auch 14 Uhr. Beim nächsten wäre es 9 Uhr. Aber auch genau 21 Uhr. Bei der C ist es 5 Uhr oder 17 Uhr. Und so machst du weiter mit der D, E und F. Und bei der Aufgabe 2 sollst du dir ein anderes Kind suchen. Wenn niemand zu Hause ist, machst du es bitte auf jeden Fall alleine. Du stellst die Uhrzeit ein, zum Beispiel hier 3 Uhr, und sagst dann aber beide Uhrzeiten. Du kannst auch mal schauen, du hast zwei Seiten auf der Einsternuhr, welche du benutzt. Die eine ist vielleicht dann einfacher für dich zu benutzen mit den Zahlen von 12 bis 24. Also du musst 3 Uhr sagen, aber auch 15 Uhr sagen. Und dann ist der andere dran oder du machst es einfach nochmal. Ich möchte, dass du es auf jeden Fall 10 Mal machst. Und dann kannst du hinschreiben alleine und dann kriegst du einen Stern. So. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Hausaufgabe und wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss.